Die Wahlnacht im Europäischen Parlament in Brüssel ist natürlich noch nicht zu Ende. Und deshalb muss man mit Prognosen, was das Abschneiden der Rechten betrifft, auch noch vorsichtig sein. Vor allem, da wir noch keine Ergebnisse und auch noch keine guten Exit-Polls aus Italien haben. Aber eines lässt sich schon abschätzen. Die Bäume der Rechtspopulisten und die Bäume der Nationalisten wachsen bei dieser Wahl nicht in den Himmel. Matteo Salvini und seine Allianz der Nationen und Völker wird hinter den Erwartungen zurückbleiben, den eigenen und den Umfragen. Und das, obwohl in Frankreich Marine Le Pen gleich aufliegt mit Emmanuel Macron. Allerdings, Marine Le Pen hat nicht mehr Stimmen gewonnen als vor 5 Jahren, 2014, und das relativiert diesen Erfolg wieder. Die AfD in Deutschland hat bescheiden abgeschnitten mit nur 3 Prozentpunkten plus. Sie macht dafür auch Ibiza-Gate verantwortlich, unter anderem. Aber wenn es bei dieser Wahl eine Welle zu geben scheint, dann ist es eine Welle der Grünen und der Liberalen. Die beiden Kräfte, die beiden klar proeuropäischen Kräfte, legen jedenfalls zu und stärker zu als die Rechtspopulisten und Nationalisten.